Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Kollegin Bause, das Wort erteilen. Bitte schön. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Herr Seehofer, Sie haben gestern im Münchner Merkur gesagt, dass die Opposition in der Sondersitzung sich doch bitte schön mit Ihnen beschäftigen solle. Mit dem größten Vergnügen, genau das habe ich vor. Denn das miese Bild, das Bayern im Moment abgibt, haben Sie zu verantworten. Wie heißt es so zutreffend, der Fisch stinkt vom Kopf her. Seit Wochen, wenn wir die Zeitungen aufschlagen, die regionalen und die überregionalen, jeden Tag vernichtende Überschriften über Ihre Politik. Erbärmlich und lächerlich, Totalschaden, Demontage, Bankrott der Moral mit Seehofer auf schiefer Ebene, Pipifax-Politik, Politik zum Abgewöhnen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, Herr Kreuzer, ob das die Überschriften sind für die erfolgreichste Politik irgendeiner Landesregierung. Dass Sie, Herr Seehofer, mit Ihrer Politik sich selbst und Ihrer Partei schaden, also mir könnte es ja gerade recht sein, damit können Sie auch meinetwegen gerne weitermachen. Das Problem ist, Sie schaden nicht nur sich, Sie schaden Bayern mit Ihrem Verhalten. Sie schaden dem Ansehen Bayerns. Wenn sich eine Staatskanzleiministerin, Ihre Staatskanzleiministerin, schamlos bereichern kann an der Arbeit von abhängigen Strafgefangenen, wenn Sie nicht einschreiten dagegen, wenn diese Ministerin den Landtag hinters Licht führt und auch noch versucht, aus der Staatskanzlei heraus die Medien einzuschüchtern, und ein Ministerpräsident ist nicht manns genug, um zu sagen, jetzt ist Schluss, das machen wir nicht mehr mit. Es brauchte erst diese Sondersitzung, dass Sie den Mut aufgebracht haben, Frau Haderthauer zum Rücktritt zu drängen. Ansonsten würden Sie die Sache weiter träge aussetzen. Das ist ein Schaden für Bayern, und den haben wir abgewendet. Hans-Ulrich Jörges hat im Übrigen im Stern vor kurzem diesen Skandal als den widerwärtigsten Skandal der deutschen Politik bezeichnet. Sie schaden dem Ansehen Bayerns, wenn Flüchtlinge hier in unserem reichen Land unter unzumutbaren Bedingungen hausen müssen. Bedingungen, die noch nicht mal den internationalen Standards entsprechen. Und wenn Sie, Herr Seehofer, monatelang die Lage eskalieren lassen und die Verantwortung dafür wahlweise nach Italien, an den Bund oder Europa abschieben. Sie stehen hier in der Verantwortung, und Sie werden dieser Verantwortung nicht gerecht. Und Sie schaden dem Ansehen Bayerns, wenn wir im Übrigen völlig zu Recht Zeitungsschlagzeilen lesen müssen, wie vor kurzem in der Abendzeitung. Das Bild, das Bayern abgibt, ist bitter und zum Heulen. Kein Satz von mir, ein Satz von der Abendzeitung. Wir Grüne haben aber keine Lust mehr, uns fremd zu schämen. Wir haben keine Lust mehr, für Ihr Unvermögen und für Ihr Versagen in Haftung genommen zu werden. Und wir haben keine Lust, dass Bayern zum Gespött wird, weil Sie sich zum Gespött machen. Deswegen ist es richtig, dass wir heute diese Sondersitzung haben, auch nach dem Rücktritt von Frau Haderthauer, weil wir nach all dem, was in den letzten Monaten vorgefallen ist, nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen können und tun, als sei nichts gewesen. Das muss hier zur Sprache kommen, und dem müssen Sie sich stellen, und mit dem müssen Sie sich auseinandersetzen. Das ist Ihre Verantwortung, und Sie haben versagt. Und es ist auch gut, dass wir eine Sondersitzung des Sozialausschusses durchgesetzt haben zur Flüchtlingspolitik.
Und dass sie, wenn sie endlich aus ihrem Tiefschlaf und aus ihrer Arroganz, will ich sagen, aber Ignoranz meinte ich, aus ihrer Ignoranz herausgeholt haben. Fürs Nichtsehen muss man nicht unbedingt blind sein, da reicht schon Ignoranz. Und was für ein erbärmliches Bild gibt Bayern im Moment in Zirndorf ab? Was für ein erbärmliches Bild geben Sie mit Ihrer Politik in Zirndorf ab? Viel zu spät haben Sie heute zum Flüchtlingsgipfel eingeladen. Vor einem Jahr haben wir Grüne den schon gefordert. Und es ist nur dem immensen Einsatz von ganz vielen Helferinnen und Helfern, von Ehrenamtlichen, von den Flüchtlingsorganisationen, von den Kirchen, auf der kommunalen Ebene, es ist nur deren Einsatz zu verdanken, dass noch mehr Schaden von Bayern und von den Betroffenen abgewendet wurde. Und deswegen mein großes, großes Dankeschön an all diese Menschen, die vor Ort sich um die Flüchtlinge kümmern und das ausgleichen, was sie nicht zu Wege bringen. Seit Monaten, Herr Seehofer, kennen Sie kein anderes Thema als die Dauerschleife Ausländermaut. Da ist Ihnen nichts zu viel und da ist Ihnen auch nichts zu peinlich. Da wird gedroht und gepoltert, da werden Maulkörbe verpasst, da gibt es Krisengespräche bei der Kanzlerin, da wird die Maut plötzlich zur Koalitionsfrage hochstilisiert, ja fast schon zur Schicksalsfrage dieser Nation gemacht. Und alle fragen sich, ja sagen mal, haben Sie die noch alle? Haben Sie die noch alle? Wir nicht vielleicht in Bayern, in Deutschland und auf der Welt noch ein paar andere Probleme als die Ausländermaut? Dass die CSU tatsächlich nur Provinzpartei ist, das dokumentieren Sie mit Ihren Äußeren zur Ausländermaut jeden Tag immer wieder aufs Neue. Und wir würden uns nur einen Bruchteil Ihres Engagements wünschen, wenn es um die Lösung der wirklichen Probleme geht und Herausforderungen, vor denen Bayern steht. Und da sage ich als Erstes nochmal die Flüchtlingspolitik, das weltweit zunehmende Flüchtlingselend und unsere Verantwortung als ein Land, das wohlhabend ist und das sich so viel zugute hält auf seine Werteorientierung. Und da helfen auch keine Ausflüchtung, keine Ausreden und auch keine Abschottung und auch keine Grenzkontrollen. Sie sollten vielleicht, Herr Seehofer, einfach mal vor Ort gehen und sich selbst ein Bild von der Lage in Zirndorf machen. Ihre Kollegin Frau Wörl hat das getan. Und ich fand es mutig, was sie auf ihrer Website, also Frau Wörl auf ihrer Website dazu geschrieben hat. Sie schreibt: Ich bin über die Zustände in den Nürnberger Flüchtlingszelten schlicht schockiert. Die aktuelle Flüchtlingspolitik wird Bayerns hohen Ansprüchen nicht gerecht und ist ein Schandfleck. Auch wenn in letzter Zeit neue Krisenregionen in der Welt entstanden sind, hatten bereits zuvor alle Prognosen einen Anstieg der Flüchtlingszahlen in der Europäischen Union vorhergesagt. Die bayerische Staatsregierung, sagt ihre CSU-Kollegin im Bundestag, die bayerische Staatsregierung sowie die Bezirksregierungen haben es schlichtweg unterlassen, rechtzeitig verantwortungsvoll zu handeln. Selbst jetzt, wo der Notfall eingetreten ist, verschanzt man sich hinter der Bürokratie, anstatt anzupassen. Bei meinem Besuch habe ich mich geschämt. Das sind klare Worte Ihrer eigenen Kollegin. Da sollten Sie sich vielleicht mal ein Beispiel dran nehmen. Wir werden nachher noch ausführlich zu dem Thema sprechen und welche Vorschläge wir haben. Es gibt aber noch viele andere Baustellen, die Sie endlich anpacken müssen. Die Bildungspolitik. Seit Monaten wird über G8, G9 diskutiert und es ist immer noch kein Konzept auf den Tisch. Schaffen Sie es endlich, ein zeitgemäßes, modernes Gymnasium auf den Weg zu bringen. Was ist denn eigentlich mit aus der Energiewende geworden? Redet da jemand von Ihnen noch darüber? Herr Seehofer, Sie haben das mal als das Generationenprojekt bezeichnet. Und heute sind Sie gegen alles. Sie sind gegen Windkraft, Sie sind gegen Speicher, Sie sind gegen Netze. Was ist eigentlich aus Ihrem Ehrgeiz geworden, Bayern zum großen Land für erneuerbare Energien zu machen? Nichts ist geworden. Wir haben die Umweltpolitik. Heute wird ja eine neue Ministerin vereidigt. Und natürlich jemand,
Jemand, die so unbedarft ins Amt kommt, genießt natürlich Welpenschutz. Aber die Berufung von Frau Schaaf zeigt natürlich, wie dünn ihre Personaldecke ist, insbesondere bei den Frauen. Und zum anderen, welchen Stellenwert bei Ihnen die Umweltpolitik hat. Da braucht es offensichtlich. Frau Kollegin, Ihre Redezeit ist zu Ende. Ja, ich komme zum Ende. Die Verantwortung dafür haben nicht Sie, Frau Schaaf. Wir haben Ihnen ja auch schon mal eine Liste von Aufgaben gegeben, überreicht. Die Verantwortung dafür trägt der bayerische Ministerpräsident. Und Sie haben gestern Frau gesagt, Kollegin, Ihre Redezeit ist zu Ende.